Growth Hacking Skills Nummer 3. Wir machen es super kurz. Es geht um Selbstorganisation. Niemand will jemanden im Team haben, ja, der sich nicht selbst organisieren kann, der selber auch für sich wenigstens mal überlegt, was ist heute das Wichtigste und sich darauf fokussiert. Oder der immer zu spät ist, das ist auch Selbstorganisation. Oder der die Sachen vergisst oder einfach nicht zuverlässig ist. Das ist für mich ein wichtiger Bereich zum Thema Selbstorganisation. Würde, glaube ich, niemand in Growth Hacker Skills reinpacken. Ich tue es schon, weil wenn du nicht selbstorganisiert bist, bist du auf keinen Fall geeignet, ein guter Growth Hacker zu sein. Das war Nummer 3. Nummer 4 kommt bestimmt. Bye, bye.